Hallo zu einer neuen Folge meines Minecraft-Let's Plays. Und ja, diese Folge werde ich das Dach wahrscheinlich fertig machen. Also halt zumindest diese Überdachung, Verzierung und das ganze Zeug fehlen noch. Hier sind noch Steine. Gut. Da brauche ich dann auch ein paar Stufen. Nochmal so 22, das wird hoffentlich reichen. Dann hole ich mir mal die Erde zurück und baue eine neue Treppe hoch. Hier ungefähr baue ich sie mal runter. Und jetzt kommen hier oben drauf noch von diesen Stufen. Hier und hier. Und das hier mache ich auch mal mit Stein nochmal zu. So. Na, es wird nicht reichen. Ja, zwei würden fehlen. Ich mache da einfach die Stufen rein. So. Ja, hier hin könnte ich vielleicht auch jeweils noch ein paar Stufen hinsetzen. Vielleicht bis hier hin. Dass es nochmal so einen kleinen Akzent gibt. Nicht so abrupt aufhört. Aber sonst im Großen und Ganzen ist es jetzt erstmal fertig, das Dach. So. Zumindest regnet es jetzt nicht mehr ins Haus rein. So. Und wenn ich dann hier irgendwo das Gästezimmer reinbaue, ich denke, das sieht dann auch ganz schön aus. Dann sieht man aufs Dorf runter. So. Und hier in die Mitte ziehe ich vielleicht nochmal einen Holzbalken. Also so. Einfach damit es kein so Riesenloch gibt und hier dann genauso. Das halt stabiler wirkt. Könnte ich zum Beispiel hier irgendwie zum Gästezimmer reinziehen oder so. Mal schauen, was dann mit der Aufteilung noch mache. Jetzt brauche ich auch ein paar Fackeln noch, damit ich es ausleuchten kann, damit da oben nichts spawnt. Ich klatsche einfach mal ein bisschen am Boden. Wenn ich dann mit der Zimmereinteilung anfange, kann ich es ja immer noch verändern. So. Mal schauen, wie es von außen aussieht. Ja, sieht eigentlich ganz okay aus, finde ich. Da kommt dann noch so dieser Rahmen drumherum, also dieser Rand aus Stein auch noch. Und dann kommen vielleicht noch so ein paar Blumenkästen an die Fenster und so weiter. Und dann wird es, glaube ich, ganz gut aussehen. So.
Glas hat jetzt auch genug erstmal. Dann kann ich da nämlich einfach so rüberlaufen und muss nicht mehr so rumklettern. Da muss ich abbauen. So. Und dann ist das Haus von innen eigentlich so gut wie fertig, außer all die drei noch. Aber die lasse ich mal offen, damit ich noch auf den Baum hochkomme. So. Dann den Zaun wieder hin. Ja, nicht dahin. So. Und hier setze ich auch noch meine Fackel hin, weil es hier recht dunkel ist. So. Und ja, damit wäre eigentlich das Dach soweit fertig. Und die Zimmer, die richte ich dann noch schöner ein und alles, aber ja, ist ja noch die Baustelle. Und das war es jetzt auch wieder mit der Folge hier. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.